Dämmerwald. Ja, hier ist die Fäule aber ganz schön krass unterwegs, wa? Die Fäule saugt den Äther aus dem Boden. Und wenn er versiegt, werden ihre Felder so aussehen. Keine Pflanzen, keine Tiere, kein Leben. Aber auch keine Bestien. Das ist das einzig Gute. Naja, noch nicht, ne? Zumindest. Was ist das? Auch ein Relikt der Gefallenen? Hm. Okay. Hier geht's wohl noch nicht lang. Mal gucken, was wir nachher brauchen hier, um das Teil zu öffnen. Wir werden hier keine Magie wirken können. Noch ein Grund zur Sorge. Als ob es ohne Äther nicht genug Probleme gäbe. Er haucht dem Land Leben ein. Ohne ihn bleibt nur noch das. Ja, nicht schön, ne? Schwarz und schwarz. Ich kann mir kaum vorstellen, wie dieser Ort vor der Fäule einmal ausgesehen hat. Ich will endlich ein Schokobo reiten hier. Es war wunderschön. Dammit. Na, hier ist auch wieder schön. Inventar voll. Mhm. Da ist es. Das Phönixtor. Wo alles begann. Wo alles seinen Lauf nahm. Yep. Komm, Clive. Ah, noch einige Dämonen zu bekämpfen, wa? Zeit, die Wahrheit herauszufinden. Okay. Ruinen des Phönixtors. Trotz der vielen Winter, die seit jener schicksalsreichen Nacht vergangen sind, liegt die Festung seit ihrem Fall unverändert in Trümmern. Hüpp. Fast als wäre die Zeit stehen geblieben. Es hatte wohl niemand einen Grund zurückzukehren. Nein, genau wie ich's verlassen habe. Sehen wir uns um. Yep. So, Trümmer der Erinnerung. Flashback. Ich wollte ein klein bisschen fixer hier. Ja. Natürlich nicht. Und Krater hier, alter Schwede. Guck dir das mal an. Ah, Torgal geht vor. Was ist Torgal? Clive. Da ist er doch wieder. Das ist er. Ja, hinterher. Er ist der Schlüssel zu allem. Ich muss ihm nach.
Wir müssen da eh gleich runtergehen wahrscheinlich. Mal kurz gucken hier, rechts und links. War scheint hier Rechtlinie aufgebaut. Okay, gehen wir rein. Wo ist er? Weg. Er muss doch hier sein. Sorry. Aber das ist ein großes Tor, oder nicht? Verdammt! Er ist wieder entwischt. Wo sind wir eigentlich? Ist das ein Schrein? Entschuldige, du bist ja das erste Mal hier. Das ist die Halle des Tors. Des Tors? Ja, des Tors. Ein Relikt der Gefallenen. Nur der Phönix kann es öffnen. Können wir das nicht öffnen? Daher der Name der Burg. Der ist ja doch durch. Hier hätte Joshua damals... Oder nicht? Ja. Hinter diesem Tor hätte er die Worte unserer Vorfahren vernehmen sollen. In deiner Begleitung? Nein. Das Apoditerium ist heilig. Nur der Dominus darf hinein. Ich und die anderen Schilde hätten hier gewacht und für seine sichere Rückkehr gebetet. Wo könnte er nur sein? Vielleicht da drin. Ich wollte gerade sagen, es ist so offensichtlich. Nicht möglich. Nicht ohne die Kraft des Phönix. Dann probier's, Clive. Na los. Na also, geht doch. Danke, Joshua. Willst du wirklich... Absolut. Das bleibt für mich übrig. Geradeaus voraus. Die Halle der Ahnen. Ob sich das auch öffnen wird? Naja, macht ja sonst keinen Sinn, ne? Soll eine Ruine der Gefallenen sein? Ruine würde ich es nicht nennen. Es ist, als wäre es erst gestern erbaut worden. Da haben bestimmt ein paar Prüfungen, die auf uns warten. Das sieht schon so aus, ne? Es ist noch größer, als ich dachte. Steinklumpen sind bestimmt gleich Gegner. Eine Arena bestimmt, oder? Fahrstuhl? Na, ich hab's doch gesagt. Sie greifen an. Gar nicht gut. Fix. Und noch mehr. Ja.
Hier scheint noch alles intakt zu sein. Der ganze Ort lebt. So müssen die Ruinen vor dem Fall ausgesehen haben. Ja, gehen wir zum leuchtenden Ding hier, ne? Wir können sicher viel einstecken. Mal sehen, wie viel. Ja! Schön reingelaufen. Du weißt, was zu tun ist. Los. Ergibt hier irgendetwas Sinn für dich? Nein. Nö. Wir finden ihn und verschwinden. Gunst des Windes, Quallentanz. Ach nee. Nicht zu nah, Torga. Hier drüben. Du weißt, was zu tun ist. Okay. Immer weiter nach unten. Hätte schon Schwarz das auch durchmachen müssen? Ja.
Wieso? Zumindest nicht, dass ich wüsste. Ja, du wusstest ja auch nicht, dass das so groß ist, ne? Herzlicher empfangen worden. Ah, wer weiß. Und weiter geht's. Wo landen wir wohl diesmal? Jetzt geht's nach oben, okay. Ich vermute wieder inmitten von Wesen, die es auf unser Leben abgesehen haben. Hat der Mann in der Robe auch diesen Weg genommen? Ich mag auf jeden Fall die Synchronstimme, muss ich echt sagen. Komm, gehen wir weiter. Ja, was willst du noch sonst machen? Geht ja nur mal geradeaus. Das wird nicht einfach. Ich bin ausgewichen. Oh, wie viel kommen denn da noch? Feuer mit Feuer.
Ticket. Supertrank. Etwas. Jo, das ist mein Gegner. Okay. Ich habe langsam genug. Knapp vorbei. Energie. Aber nicht mehr lange. Komm! Fass, Torgal! Das war's. Eisengigant zerlegt. Ja, so muss das sein. So, gefallenen Eisen. Obwohl seit dem Schmieden tausende von Jahren vergangen sind, lässt sich auf der Oberfläche des Metalls kein einziger Kratzer oder Rostfleck finden. Wie das möglich ist, wird wohl für immer unbeantwortet bleiben. Okay, Vyrit und Meteorstein. Ja. Check. Plumps. Endlich. Was sind diese Kreaturen? Und warum greifen sie uns an? Das sind Prüfungen, ne? Und wieder weiter hoch. Wahrscheinlich fragen sie sich dasselbe. Wir sind hier eingedrungen. Und sie beschützen ihr Heim.
Jill, dort. Noch mehr Obermuftis? Fragezeichen. So, ist guck mal. Ist das da etwa so eine Art Loot. Wandbild? Wir sollten es uns wohl genauer ansehen. Okay. Da liegt auch noch was rum. Und da liegt auch noch was. Hier durch. Ja. So, Abracadabra. Nächster Gegner, okay, war nur ein Vorgeschmack, alles klar. Und auf geht's. So, wer bist du? Oh, schöne Reichweite hier. Hält wohl mehr Geheimnisse bereit, als wir dachten. Oh, da hinten lag noch was. Oder nicht? Kann man doch gar nicht lang, ne? Ne, okay. Tja, dann. Soll das wohl so sein? Pass auf! Noch mehr! Halt, denn das? Noch ein Wegweiser.
Lichter. Und wieder zurück. Das hat irgendwas bewirkt. Ja, ja. Okay. Aha. Also doch keine Sackgasse. Anscheinend nicht. Noch 4 Heiltränke, 3 Supertrank.